Wenn ich an Menschen mit Nazi-Hintergrund denke, denke ich an die Angst der Gesellschaft, als Nazi bezeichnet zu werden. Ich denke daran, dass das Wort Nazi-Hintergrund präzise beschreibt, was schon länger geschichtswissenschaftlicher Konsens ist, nämlich, dass sich nur ein Bruchteil der damaligen Bevölkerung im Nationalsozialismus aktiv im Widerstand befand. Bei Widerstand denke ich an meine Uroma und ihre Panikattacken im Altersheim, weil neben sie eine alte Nazi-Nachbarin verlegt wurde, die damals immer gedroht hatte, meine Uroma zu verpetzen. Panikattacken erinnern mich an Gefühle und Emotionen, die transgenerational vererbt werden können, über die niemand sprechen möchte, weil sie die Mehrheit, nämlich TäterInnenfamilien, Familien mit Nazi-Hintergrund, an ihre eigene Passivität, beispielsweise gegenüber rassistischen Gewaltverbrechen, heute und während des Nationalsozialismus erinnern. Wenn ich an die Passivität von TäterInnen denke, denke ich an TäterInnenschaft durch Schweigen, durch Autoritätshörigkeit, durch Wegschauen, durch sich nicht betroffen sehen, durch nur seinen, ihren Job machen, durch Mitmachen, durch Ausreden, durch nicht zuhören, durch nicht der Wahrheit ins Gesicht sehen wollen, durch Privilegien. Wenn ich an Privilegien denke, in Verbindung mit dem Nazi-Hintergrund, fallen mir die Aussagen meiner damaligen Mitschülerinnen ein, die sich nicht mehr mit dem Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht in Anführungsstrichen abmühen wollten, weil sie denken, dass dieses Thema keine aktuelle Relevanz mehr besitzt. Wenn es um Schule geht, denke ich an die Verantwortung, die öffentliche Institutionen tragen, über gesellschaftliche Hierarchien und Diskriminierungen aufzuklären und diese abzubauen. Leider kommen Schulen dieser Verantwortung sehr selten nach. Die Entnazifizierung hat nirgendwo funktioniert, auch nicht im Schulsystem. Entnazifizierung und Schulsystem erinnern mich an die Aufforderung der Alliierten nach der Befreiung 45, dass das klassistische und hierarchische Schulsystem der Dreigliederung abgeschafft werden muss, bevor die Besatzung aufgehoben wird. Wenn ich an Entnazifizierung denke, fallen mir die Nürnberger Prozesse ein, die die Hauptkriegsverbrecher der NS-Zeit verurteilten. In Anbetracht der noch nicht stattgefundenen Entnazifizierung in allen Lebensbereichen Deutschlands, auf struktureller und auf institutioneller Ebene, wie in der Schule, erscheinen mir die Nürnberger Prozesse wie ein bloßer performativer Akt. Ich frage mich dann, warum so viele Betroffene keine Entschädigung bis jetzt bekommen haben, Ressourcen, Güter und Gebäude nicht zurückgegeben wurden, aber in den 80ern eine SS-Rente eingeführt wurde. Bei fehlenden Entschädigungen denke ich über die Kolonialzeit nach, die fehlende Aufarbeitung, die Kontinuität von Rassismus, Versklavung, Zwangsarbeit und wie der Reichtum Europas immer noch direkt mit kolonialer Ausbeutung und Mord zusammenhängt. Wenn ich über den deutschen Kolonialismus nachdenke, vor allem im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus, frage ich mich, inwiefern der deutsche Kolonialismus eine Vorlage für die Gewalttaten des NS-Regimes waren. Der Kolonialismus und Nationalismus sind die Wurzeln des Rassismus, der Kapitalismus ihr Dünger. Ich denke sofort an zwei Fotos. Einmal von meinem Urgroßvater mütterlicherseits, der als Matrose in Qingdao, einer deutschen Kolonie im heutigen China, posierte. Und dann ein verwackeltes Foto von meinem Urgroßvater väterlicherseits, auf dem Zwangsarbeiterinnen im polnischen Galizien zu sehen sind. Beide Fotos tief verdrängt in Schachteln, die in Schachteln stecken. Versteckt, unangetastet und keiner denkt oder spricht über die Gewalt. Wenn ich an Fotografie und Vergangenheit denke, werde ich daran erinnert, dass manche Geschichten und Identitäten anders festgehalten werden und archiviert wurden als andere. Es ist einfacher, die festgehaltenen, dominierenden Geschichten und Identitäten der Vergangenheit zu finden, als die, die verdrängt, nicht aufgeschrieben, nicht als wertvoll erachtet oder ausgelöscht wurden. Ausgelöschte Geschichte. Was bedeutet es, in einer Gesellschaft zu leben, die von Nazi-Strukturen und Architekturen umgeben ist? Die Städte um mich herum, wie zum Beispiel Wolfsburg, wurden von ZwangsarbeiterInnen errichtet. Genauso die vielen Konzerne, wie zum Beispiel VW. Warum spricht keiner darüber, mit welchen Verbrechen der Reichtum angehäuft wurde? Eine Gesellschaft mit einem überschminkten Nazi-Hintergrund. Reichtum und vor allem Staatsreichtum hängen in meiner Lebensrealität eng mit dem Erbe des Nationalsozialismus zusammen. Ich frage, warum in der Politik als auch anderen Bereichen des öffentlichen Lebens nicht intensiver
diskutiert, in Frage gestellt und angeprangert wird, dass selbst die soziale Marktwirtschaft immer noch mit faschistischen Werkzeugen funktioniert. Zwangsarbeit in der Vergangenheit, Sweatshops in der Gegenwart. Ausbeutung ist unsichtbar geworden und findet nicht mehr nur in den eigenen Grenzen statt. Ich frage mich, wie sehr wir uns als kritische, radikale, linke Menschen aus den faschistoiden, ausbeuterischen Dynamiken des Kapitalismus herausnehmen können. Würden wir, wenn Julia Stoschek uns fragt, ob wir ihr eine Arbeit für ihre Medienkunstsammlung geben und wir mit Geld mit Nazi-Hintergrund bezahlt werden, zusagen? Würden wir Gelder von Konzernen wie VW annehmen, die immer noch mit Zwangsarbeit produzieren und dies eine Kontinuität in ihrer Geschichte ist? Sind unsere Entscheidungen nur durch unseren Konsum bestimmt? Wie korrumpierbar sind wir?